Hallo Freunde der Sonne und herzlich willkommen zu Folge 51 meiner Disney Legacy Challenge. Im letzten Part ist etwas ganz Besonderes passiert, denn wir haben einen Ultraschall gemacht und erfahren, dass in Snows Bäuchlein ganz ohne Beeinflussen ein Mädchen schlummert. Außerdem hat Dormi tatsächlich beim Hühnermarkt gewonnen und Sabio hat seinen Geburtstag gefeiert und ist jetzt ein junger Erwachsener. Und ich würde sagen, was wir heute machen, erzähle ich euch im Video, denn ich habe doch noch ein paar Änderungen vorgenommen. Eigentlich hatte ich was anderes vor, aber das erzähle ich euch gleich und wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Zusehen. Wir sind im Spielstand der Familie White und was ich vorhin gesehen habe, Moxie ist tatsächlich zu Besuch gekommen. Moxie ist ja die Tochter von Lyria und also das war letztes Mal schon so ein Problem. Ich glaube aber, es ist Wills Nichte. Nicht seine Cousine, weil das wäre ja... Das Problem hatten wir letztes Mal auch schon. Jedenfalls sind sie irgendwie verwandt und sie ist wütend. Warum bist du denn wütend, Moxie? Komm, das wird schon werden. Du brauchst gar nicht wütend sein. Versuch sie mal zu beruhigen. Vielleicht klappt das ja. Ich habe jetzt aber noch zwei ganz wichtige Sachen zu sagen. Und zwar zum einen habe ich eigentlich im letzten Part gesagt, dass wir diesen Part mit Sabio verbringen. Das ist so quasi sein letzter Part wird, wo er auszieht. Das werden wir allerdings noch nicht tun, weil ich halt ein bisschen Angst habe, dass wir den Part jetzt mit ihm verbringen. Und dann in der Zeit, wo wir aber vielleicht mit ihm in einem neuen Haushalt sind oder so, Snow ihr Kind bekommt. Weil sie ist gerade im zweiten Trimester, kommt dann ins dritte und es wird ungefähr hier sein, wo sie auch Geburtstag hat. Mal nebenbei gemerkt, da wird sie einfach zur Seniorin. Und zum Thema Sabio habe ich noch etwas getan, denn wir haben ja im letzten Part gemerkt, dass Holly irgendwie auf merkwürdiger Art und Weise verschwunden war. Eigentlich hatte er zwei Töchter, einmal die Emilia und einmal die Holly und die war halt einfach irgendwie weg. Und da habe ich mir überlegt, wie binden wir das irgendwie mit in die Story ein. Aber eigentlich wollte ich das gar nicht in die Story einbinden, weil das, weiß ich nicht, man hätte es ja nur mit einem tragischen Unfall oder so einbinden können in die Story und das wollte ich einfach nicht, weil ich finde, bei Kleinkindern geht das doch ein bisschen zu weit. Das möchte ich ungern in meinem Let's Play haben und ich habe euch zwar nach Vorschlägen gefragt, ob ihr noch Ideen habt, allerdings ist der Part jetzt gerade noch nicht online, deswegen konnte ich die noch nicht lesen und deswegen habe ich mir einfach überlegt, ich erstelle Holly nochmal neu und ja, hier oben ist sie jetzt, also die haben jetzt auch genauso viel Freundschaft wie Emilia und Sabio. Sie sieht auch im Prinzip genauso aus wie vorher. Also ich habe einfach Sabio genommen, Aida genommen und dann halt ein Genetikexperiment gemacht und da kam dann halt die liebe Holly raus. Also sie ist wieder da und es ist nie was passiert. Ich hoffe, ihr seid damit einverstanden. Klar, es ist jetzt irgendwo gecheatet, aber andererseits existierte sie ja einfach. Also sie war halt einfach irgendwie weg, aus unerklärlichen Gründen. Ach süß, guckt mal, Snow strickt hier ganz von alleine. Das ist ja auch mal wieder mega süß, ne? Naja, jedenfalls habe ich das noch getan. Und falls ihr euch jetzt fragt, warum Sabio hier so viel kocht, das liegt einfach daran, er hat ja noch die ganzen Pilze hier im Inventar, die er eigentlich für Snow mitbringen sollte. Allerdings, ich weiß nicht warum, aber ich kann die hier nicht aus seinem Inventar rausziehen, also kann er sie Snow nicht geben. Deswegen macht er halt jetzt selber eingemachte Pilze. Vielleicht hat er so ein bisschen das Ziel, sein eigenes erstes Geld zu verdienen. Womit er dann halt ausziehen kann. Ja, von mir aus magst du Fitness. Wir können ja vielleicht wirklich gucken, wenn wir das alles verkaufen, wie viel dabei rauskommen würde und genau den Betrag geben wir Sabio dann mit zum Auszug mit. Das fände ich eigentlich ganz schön. Und Moxie muss los. Tschüss, Moxie. Naja, jedenfalls war das die eine Sache. Und jetzt kommt eigentlich die noch viel spannendere Sache. Und zwar habt ihr mir ganz, ganz fleißig Namensvorschläge für unsere kleine Cinderella geschrieben. Und es waren wirklich so unglaublich viele und tolle Namensvorschläge. Also an dieser Stelle nochmal ein ganz, ganz großes Dankeschön. Es war wirklich nicht leicht, sich zu entscheiden. Und ja, eigentlich habe ich mich auch noch gar nicht entschieden. Ich habe allerdings... Och, wer hat denn hier den Tisch gedeckt? Och Mann, die Kinder, die sind auch alle so niedlich. Naja, jedenfalls, was ich eigentlich sagen wollte. Ich habe mir von den ganzen Namen, die ihr geschrieben habt, mal drei Namen rausgesucht, die mir am besten gefallen haben. Und dann sind mir selber noch zwei Namen in den Sinn gekommen und ich werde euch die alle einmal vorstellen. Und zwar ist es einmal der Name Eleanor, der mir super gefallen hat. Dann als zweites der Name Leonore, was halt auch wieder so ein bisschen spanisch ist und ja zu den anderen Namen passt, ist wieder ein bisschen schwerer auszusprechen. Aber an Dormilon haben wir uns auch gewöhnt, also das wird dann auch wohl klappen. Dann habt ihr noch den Namen Noel vorgeschlagen, was halt Weihnachten bedeutet, was ganz schön ist, weil Cinderella ja irgendwie an Weihnachten gezeugt wurde. Und abgesehen davon ist der Name auch einfach wunderschön. Ich habe da halt nur ein bisschen Sorge, denn die Cinderella aus Mishas Disney Legacy Challenge, die heißt tatsächlich auch Noelle. Und da ist meine Sorge einfach so ein bisschen, dass Leute denken, ich würde irgendjemanden nachmachen oder so. Das ist natürlich nicht der Fall. Ich hoffe, das seht ihr auch so. Aber es gibt ja immer mal wieder Leute, die das halt irgendwie anders sehen. Also da habe ich so ein bisschen Sorge. Aber falls der Name ausgewählt wird, dann werden wir da hoffentlich drüber wegsehen können. Und jetzt kommen noch meine beiden Namen, die mir selber in den Sinn gekommen sind. Und zwar ist
es ist einmal der Name Eliza, quasi Elisa, nur halt mit Z geschrieben. Das Ganze ist dann nämlich auch wieder Spanisch, was wieder hervorragend zu den anderen spanischen Namen passen würde. Und der letzte Name, den ich noch im Sinn hatte, der ist mir tatsächlich quasi zufällig entgegengeflattert, denn ich habe letztens einen Film geguckt, wo die Hauptperson tatsächlich Enola hieß. Und ja, einmal finde ich den Namen mega, mega schön, aber andererseits könnte man da halt auch wieder den Spitznamen Ella draus machen, wie bei allen Namen, die wir eigentlich haben. Und ja, deswegen bin ich sehr, sehr gespannt, welcher Name es jetzt letztendlich werden wird. Ich möchte das Ganze aber natürlich wieder nicht alleine entscheiden, sondern euch mitentscheiden lassen. Und deswegen möchte ich eine Umfrage machen, habe da die ganzen 5 Namen mit reingepackt. Die Umfrage findet ihr diesmal nicht in den Kommentaren, sondern in der Videobeschreibung. Da ist ganz oben ein Link angepinnt, wo ihr draufklicken könnt und dann halt für euren Favoriten abstimmen könnt. Jetzt habe ich aber, glaube ich, auch wirklich lang genug um den heißen Brei gefaselt. Und ich würde sagen, wir starten jetzt langsam ins Gameplay. Ich habe mir im Prinzip nichts Großes für heute überlegt, weil eigentlich hatte ich ja die Sache mit Zabio vor, aber das habe ich ja wieder über den Haufen geworfen. Stattdessen habe ich gedacht, wir haben morgen ja Montag und vielleicht könnten wir ja mal mit Timido zur Schule gehen, denn es gibt hier ja noch seinen klitzekleinen Wunsch, dass er mit Pex flirten will. Und ja, vielleicht wäre das ja mal was. Denn bis jetzt haben wir uns ja, was Snows Kinder angeht, eigentlich nur um Sabios Geschichte gekümmert. Und ich möchte zumindest die anderen Geschichten auch mal ein bisschen anschneiden. Ich weiß, dass wir nicht jede Geschichte so ausführlich spielen können wie die von Sabio. Da wird die Zeit wahrscheinlich nicht für reichen. Aber ich möchte zumindest jede Geschichte ein bisschen anschneiden, dass jeder Sim hier auch irgendwie so ein eigenes kleines Leben bekommt. Und vielleicht fangen wir da heute mal ein klitzekleines bisschen mit Timido an. Ich lasse Sabio einfach mal die ganze Nacht noch seine Pilze anschneiden. Einmachen, weil müde ist er eigentlich überhaupt nicht und er muss ja morgen auch nicht zur Schule, er hat noch keinen Job. Da werden wir noch was Schönes für ihn suchen. Falls ihr übrigens Ideen habt, was Sabio für einen Job annehmen könnte, dann schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Aber weil er halt morgen keine Verpflichtung hat, kann er auch eigentlich die ganze Nacht lang irgendwie Pilze einmachen und ja, die dann halt irgendwie, sobald er ausziehen sollte, auf dem Markt verkaufen. Dormi, was ist eigentlich mit dir los? Guckt ihr euch ihn mal an. Also er räumt jetzt gerade von ganz alleine den Tisch auf. Also er hatte scheinbar wirklich so einen kleinen Sinneswandel oder so. Ich weiß auch nicht. Also im letzten Part hat er sich ja schon sehr, sehr viel um seine Familie gekümmert, hat Snow ganz viel geholfen, zwar nicht das erreicht, was er eigentlich wollte, und zwar Erdbeeren besorgen, aber er hat trotzdem der Familie sehr, sehr doll geholfen. Jetzt geht es aber scheinbar weiter. Nö! Nö! Cordula, du hast doch gestern noch auf dem Hühnermarkt gewonnen. Du kannst doch jetzt nicht von uns gehen. Snow, geh mal hin. Vielleicht schaffen wir es ja noch ein letztes Mal streicheln. Nein, 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 nein. Stopp, stopp, stopp. Ja, das war's dann wohl mit unserer Cordula und Entschuldigung. Stefan Akijama und Embry Watora haben geheiratet. Stefan ist übrigens der Typ, mit dem Timido, ja, sich gut verstanden hat. Sie hatten keine Romantikleiste und so, aber sie haben sich gut verstanden. Aber ich würde sagen, damit ist die Geschichte dann auch wieder zu Ende. Aber das ist ja im Prinzip viel besser, denn so können wir uns ja komplett um Pex kümmern. Denn mir wurde auch geschrieben, vielleicht kann Timido ja einfach eine Friede, Freude, Eierkuchen-Geschichte haben. Also, dass in seinem Liebesleben mal zur Abwechslung alles glatt läuft. Denn mit Sabio gab es ja ziemlich viel Drama. Mit Dormi gab es im Prinzip auch viel Drama. Es war nicht, was das Liebesleben betrifft, aber er ist halt einfach ein Drama-Boy. Er ist von der Schule geflogen und so weiter. Deswegen können wir bei Timido einfach eine kleine Friede, Freude, Eierkuchen-Geschichte machen. Und ja, werden mal gucken, wie es so mit Pex läuft. Aber zunächst mal ist Timido jetzt erwachsen. Ich bin jetzt alt genug, um hinzugehen, wo ich will und zu tun, was ich will. Könntest du mich jetzt bitte wie ein Erwachsener behandeln? Du wirst immer mein kleines Baby sein oder erst, wenn du ein Stück gewachsen bist. Wen fragt er denn gerade? Er muss ja Sabio fragen, weil Snow hat Erziehungslevel 10, da kommt ein bisschen mehr Auswahl. Und Will schläft. Vielleicht sagt er das aber auch zu Sabio, weil Sabio halt bekanntermaßen Kinder hasst, genervt von seinen Geschwistern ist. Und da sagt Timido ihm jetzt einfach, du, ich bin doch eigentlich schon fast so alt wie du. Ich bin ein Teenager und vielleicht würdest du mich auch einfach mal wie ein Teenager behandeln und nicht wie ein Kind, denn so nervig bin ich doch gar nicht. Und Sabio wird dann natürlich sagen, weil das hier keinen Sinn macht, erst wenn du ein Stück gewachsen bist. Ja. Timido macht jetzt vor der Schule nochmal fleißig seine Hausaufgaben, so wie er nun mal ist. Ich möchte auch ganz gerne nochmal mit ihm erreichen, dass wir ein bisschen besser in der Schule werden, denn komischer ist er ein Dreieroberschüler. Warum, weiß ich nicht, denn eigentlich ist er besser. Aber das war ja irgendwie die ganze Zeit schon so ein bisschen verbuggt. So, wir sind in der Schule mit Timido und dann kann er halt, so fleißig wie er ist, auch wirklich mal
direkt für die Prüfung lernen. Dann soll er noch an einem Trainingsgerät trainieren. Das wird er jetzt auch nochmal machen und ich hoffe, dann kommen wir pünktlich in den Unterricht, aber das werden wir schon schaffen. Das machst du super, Timido. Oh, es hat tatsächlich geklingelt und Timido muss gleich in den Unterricht. Ah, jetzt aber schnell, du bist ein bisschen spät, aber die Direktorin scheint hier gerade nicht rumzulaufen. Also Glück gehabt. Einfach nur Glück gehabt. So, es ist Mittagspause und Timido kann sich direkt mal ein bisschen was zu essen holen. Hol dir mal ein großes Mittagsmenü und dann musst du freundlich zu einem Fakultätsmitglied sein. Mach das doch einfach mal mit der Direktorin. Ich glaube, Timido ist einer, der würde sich freundlich bei seiner Direktorin vorstellen. Hallo, ich bin übrigens der Timido. Mein Bruder, der hat hier auch schon gelernt. Also, ja, wir sind eine großartige und ganz schlaue Familie. Okay, mein Bruder, der ist vielleicht von der Schule geflogen, aber da reden wir einfach nicht drüber. Jedenfalls habe ich Lust, richtig toll zu lernen und ein Einser-Oberschüler zu werden. Naja, gut, jetzt hältst du uns für seltsam, aber was soll's. Und schaut mal, den lieben Pex, den haben wir nämlich auch hier. Mit dem können wir vielleicht einfach mal ein bisschen reden. Fang doch einfach mal an, eine neue Erfindung zu beschreiben. Einfach, weil du gerade so inspiriert bist. Rede mal über die Speisearomen. Sag ihm, ja, das Essen in der Cafeteria ist jetzt nicht Bombe. Meine Mama, die kann da definitiv besser kochen. Aber ja, es ist eigentlich ganz okay. Und dann erzähl ihm doch einfach nochmal so Smalltalk-mäßig einen Witz. Denn Timido hat ja tatsächlich das Bedürfnis, obwohl die sich eigentlich kaum kennen, mit Pex zu flirten. Also ich weiß nicht genau, wo das herkommt, aber dieser Wunsch, der existiert. Und deswegen wollen wir ihm diesen Wunsch natürlich auch erfüllen und schauen mal, ob wir vielleicht sogar schon heute ein bisschen flirten können. Das wäre natürlich noch großartiger. Dann tratschen die beiden einfach noch mal ein bisschen. Und Timido fragt ihn einfach: Hey, du bist ja der Bruder von Anetta, richtig? Also Anetta ist ja die Freundin von meinem Bruder, von Sabio. Und ich glaube wirklich, dass die bald zusammenziehen werden. Also sie sind jetzt tatsächlich schon ein bisschen länger zusammen. Und ja, also ich finde, die beiden passen super zusammen. Naja, jedenfalls fängt jetzt der Unterricht wieder an. Ich glaube, ich gehe mal lieber in meine Klasse. Das war vielleicht ein bisschen weird, aber was soll's. Timido hat heute gute Arbeit geleistet und gute Noten bekommen. Wie schön. Pex ist auf jeden Fall immer noch hier. Zwar gerade auf dem Weg nach draußen, wahrscheinlich zum Fahrradstand oder so, aber Timido wird ihm jetzt doch einmal hinterherlaufen und ihn mal nach seinem Tag fragen und ihn damit fragen, was er denn heute noch so geplant hat. Denn Timido, der hat heute nichts Besonderes mehr vor und vielleicht lässt sich da ja was einfädeln. Wir können ihn auch eigentlich direkt bitten, abzuhängen mit uns. Also das trifft es ja eigentlich sogar noch viel besser. Hey Pex, hast du vielleicht Lust, mit mir noch den Nachmittag zu verbringen? Ich meine, ich würde dich gerne ein bisschen besser kennenlernen und vielleicht hast du ja Lust. Er ist verblüfft. Ist das jetzt positiv oder negativ? Also es ist orange, deswegen denke ich eher negativ, aber wir können es ja auch einfach positiv sehen. Er ist verblüfft, weil Timido ihn fragt, ob sie noch den Nachmittag zusammen verbringen wollen. Und das findet er einfach so großartig und ja, deswegen ist er einfach verblüfft. Jedenfalls, was jetzt mein Plan war, ich habe hier so ein kleines Outdoor-Cinema gebaut, also so eine Art Autokino. Und vielleicht können Timido und Pex da ja mal gemeinsam hingehen und einfach mal schauen, wie sie sich verstehen. Also, vielleicht passiert auch was, vielleicht auch nicht. Aber einfach mal gucken, wie es so läuft zwischen den beiden, wie sie sich so verstehen halt. So, da sind wir. Die glücklichste Stunde für geiziges Kind. Es gibt alle Getränke zum halben Preis. Na, das ist doch hervorragend. Der Film, der geht bestimmt gleich erst los. Dann gehen wir erstmal in dieses kleine Diner hier. Und Timido kann sich dann eigentlich auch mal direkt für die ganze Gruppe ein Getränk bestellen. Vielleicht nehmen wir wieder so ein Rotwein. Ich glaube, das ist total Timidos Ding, so ein Rotwein. Deswegen machen wir das einfach. Warum die beiden hier lang gehen und nicht durch die Schranke, weiß der Geier. Ist natürlich jetzt auch eine tolle Idee, im Schnee in ein Outdoor-Kino zu gehen. Aber das ignorieren wir einfach mal. Es ist einfach ein toller Vibe. Und dein Outfit ist auch ein toller Vibe. Aubrey Romeo. Pex Romeo. Seid ihr verwandt? Aber Pex hat keine, nee, hat keine Frau und auch keinen Mann. Also das ist schon mal gut. Timido, erzähl Pex doch einfach meine unglaubliche Geschichte aus deinem Leben. Dann kannst du ihn noch mal nach seinem Tag fragen und ihn einfach fragen, wie es ihm so geht, wie sein Tag in der Schule war, ob es alles in Ordnung war. Und dann führt ihr einfach mal ein bisschen Smalltalk, redet über Logikrätsel und versucht einfach mal voneinander herauszufinden, was ihr so mögt. Und dieses Zeichen, das kommt doch eigentlich nur, wenn man jemanden sehr attraktiv findet.
Gut, sie haben ein bisschen komische erste Eindrücke voneinander, aber das kann sich ja noch ändern. Timido denkt nämlich, dass Pex ein bisschen unreif ist. Auf den ersten Blick wirkt dieser Sim auf Timido auffallend unreif und auch Pex findet Timido seltsam. Also irgendwie finden alle Timido ein bisschen seltsam. Aber das heißt ja nichts Schlechtes. Also es sind jetzt nicht die schlimmsten ersten Eindrücke. Ich würde sagen, da gibt es definitiv Schlimmeres. Deswegen versuchen die beiden sich einfach ein bisschen weiter kennenzulernen, denn Timido findet ihn zwar ein bisschen unreif, aber er möchte auch nicht so auf seine Vorurteile hören, sondern sich eigentlich selber ein Bild von einem Menschen bzw. von einem Sim machen. Und er findet Pex halt einfach super attraktiv. Deswegen denkt er, ach, ich höre einfach nicht auf meine Vorurteile. Er wirkt vielleicht unreif, aber vielleicht ist das ja gar nicht so. Und deswegen werde ich einfach mal ein bisschen mit ihm sprechen und gucken, ob er wirklich so unreif ist oder ob er vielleicht ein ganz toller Typ ist. Vielleicht gehst du aber als erstes mal auf Toilette mit deinem Glas, Timido. Bist du gerade mit deinem Rotwein auf Toilette gegangen? Jedenfalls wollen wir ja nicht, dass hier noch ein Unglück passiert. Aber dann können die beiden eigentlich auch mit ihrem Getränk zusammen mal hier vorne hingehen. Und dann schaut ihr einfach mal zusammen einen Film. Und zwar guckt ihr ein Sim in Liebeswahn. Der läuft nun mal gerade. Also ist voll Zufall, dass der gerade läuft. So, die beiden sitzen hier jetzt und Timido ist auch ganz, ganz schön selbstsicher. Vielleicht macht er noch mal ein paar Witze und er merkt jetzt halt, dass die beiden sich doch ganz gut verstehen. Wird er mal seine Muskeln zeigen, die er heute Morgen in der Schule noch trainiert hat. Und ja, wird dann vielleicht einfach noch mal eine tiefgründige Unterhaltung mit ihm führen und sich allgemein ein bisschen mit ihm austauschen und vielleicht macht er dann einfach mal so einen mutigen Anmachspruch? Ich meine, die Stimmung ist gerade super romantisch. Sie sind hier im Autokino und wow! Also Timidos erster Eindruck hat sich komplett gewandelt und Timido ist in Pex verknallt. Pex findet ihn noch immer ein bisschen seltsam, aber das kann sich auch noch ändern. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass sein erster Eindruck gerade auch so ein bisschen schwindet. Deswegen werden wir einfach mal versuchen, weiterhin freundlich zu sein. Einfach mal unsere Bewunderung ausdrücken und dann vielleicht nochmal einen kleinen Annäherungsversuch. Warum haben Sie... Wow! Oh mein Gott! Sie haben übrigens schon eine Liebesleiste. Sie haben doch erst einmal geflirtet. Normalerweise dauert das gefühlt immer Ewigkeiten, bis da irgendwann mal eine Liebesleiste ist. Das ist ja großartig. Vielleicht tauscht ihr einfach mal Nummern aus und du sagst ihm, dass du es gerade wirklich sehr, sehr schön findest mit ihm und du gerne seine Nummer hättest, damit ihr vielleicht öfter mal so einen wunderschönen Abend miteinander verbringen könnt. Vielleicht machst du ihm einfach mal ein Kompliment über sein Aussehen, sagst ihm, dass er wirklich unfassbar gut aussieht, denn du findest ihn nun mal unfassbar attraktiv. Oh, Timido stinkt ein bisschen, das ist nicht so schön. Aber vielleicht merkt Pex das ja gar nicht. Also es ist einfach der Angst. Oh, ja! Das ist einfach der Angstschweiß. Aber deswegen schreie ich nicht so, sondern ich schreie, weil Pex sich jetzt auch in Timido verknallt hat. Och, wie süß ist das denn? Pex findet ihn gar nicht mehr seltsam. Er hat sich jetzt auch total in Timido verschossen. Vielleicht könnte er noch einmal so ein bisschen Händchen halten und einfach so ein bisschen verführerisch flüstern. Oh, guck mal, wie süß, wie Timido auch einfach schwitzt, weil er so aufgeregt ist. Oh, wie süß. Auch Pex ist gerade total glücklich. Und es ist vielleicht ein bisschen früh, weil sie haben sich heute erst so richtig kennengelernt und haben gerade quasi ihr erstes Date, ohne ein richtiges Date zu haben. Aber vielleicht ist es der richtige Moment für den allerersten Kuss. Oh, sie haben sich wirklich geküsst. Oh mein Gott, das ist so niedlich. Und sie flirten auch direkt weiter. Ich brauche gar nichts drücken. Sie flirten. Ja. Ich wollte sagen, sie flirten einfach weiter. Das ist ja einfach so unfassbar süß und wunderschön, aber sie scheinen sich jetzt dafür zu entscheiden, ein kleines Techtelmechtel im Auto zu haben. Ach du liebes Bisschen. Sie haben wirklich gerade ein Techtelmechtel in irgendeinem Auto. Vielleicht das Auto, was Pex mitgenommen hat oder so. Man weiß es nicht. Oh mein Gott. Und sie erschrickt sich. Ja, da würde ich mich auch erschrecken. Wahrscheinlich sind die Scheiben total beschlagen und es ist eigentlich offensichtlich, was da gerade drin passiert. Oh mein Gott, so habe ich mir das nicht vorgestellt. Aber egal. Immerhin kann zwischen den beiden nichts passieren. Denn sie sind halt beide männlich.
Oh mein Gott. Ja, da steigen sie beide wieder nackig aus dem Auto aus. Zieht euch besser mal ganz schnell wieder an. Dankeschön. Immerhin hat Pex ein Kondom benutzt und die beiden sind jetzt gute Freunde geworden. Also, was wünscht man sich mehr? Naja, eigentlich wollte ich halt sagen, vielleicht war das so ein kleiner Abschiedskuss und Timido geht jetzt nach Hause und Pex geht jetzt nach Hause. Aber dann war das halt ein Abschiedstechtelmechtel. Ein bisschen mehr als ein Abschiedskuss. Aber Timido wollte es so. Also, ihr habt gesehen, ich habe nichts gedrückt. Es ist komplett deren Entscheidung gewesen, ein Techtelmechtel im Auto zu haben. Also ich hätte nicht gedacht, dass Timido so ein kleiner Rebell ist, so ein kleiner Womanizer, so ein Aufreißer. Aber ich glaube trotzdem, auch wenn das jetzt alles vielleicht sehr schnell ging und ein bisschen überstürzt war, dass es nicht nur ein One-Night-Stand war, sondern dass aus den beiden vielleicht wirklich etwas mehr werden könnte, dass die beiden ja sich noch öfter treffen werden und vielleicht dann auch wirklich irgendwann zusammenkommen werden. Ihr dürft mir aber auch gerne nochmal eure Meinung in die Kommentare schreiben, was ihr dazu sagt, denn ich möchte euch da ja natürlich auch ein bisschen einbinden und nicht einfach selber entscheiden, was hier mit unserem lieben Timido passiert. Wie wir sehen, ist unsere liebe Snow jetzt jedenfalls im dritten Trimester. Hier steht auch schon Entbindung in Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Heißt also, es kann theoretisch jederzeit passieren. Wir möchten das Ganze aber auf jeden Fall wieder mit der Realistic Childbirth-Mod machen und deswegen wird Snow auch jetzt direkt mal. Warum wäschst du dir hier die Hände? Na, egal. Deswegen wird unsere liebe Snow jetzt jedenfalls direkt nochmal den Geburtshelfer anrufen, damit beim nächsten Mal auch alles nach Plan läuft. Denn ich glaube, so viel kann ich schon mal spoilern. Im nächsten Part werden wir auf jeden Fall das Kind bekommen. Heißt also unsere liebe Cinderella. An dieser Stelle möchte ich noch einmal an die Umfrage in der Videobeschreibung erinnern, dass ihr auf jeden Fall für einen Namen abstimmt, damit, ja, wir sehen, wie unsere kleine Cinderella dann letztendlich heißen wird. Und ich habe mir Folgendes überlegt. Bis jetzt hatte Snow ja immer eine natürliche Geburt. Allerdings ist sie jetzt ja schon ein bisschen älter, wird tatsächlich fast schon zur Seniorin. Also sie ist wirklich schon eine ältere Frau. Es ist eigentlich ein Wunder, dass sie gerade noch mal ein Kind bekommt. Und daher könnte ich mir vorstellen, dass so eine natürliche Geburt vielleicht doch ein bisschen sehr anstrengend ist. Ich meine, eine Geburt ist, glaube ich, allgemein sehr anstrengend. Ich selber habe es noch nie miterlebt, aber ich glaube, es ist durchaus bekannt, dass eine Geburt jetzt nicht gerade der einfachste Prozess der Welt ist. Deswegen habe ich erst an Hausgeburt gedacht, weil es ja auch neu ist. Allerdings würde ich mir die Hausgeburt ganz gerne aufsparen für einen Sim, der vielleicht nicht ins Krankenhaus gehen darf, weil er nicht erwischt werden darf oder irgendeine bessere Story halt irgendwie. Und ich glaube schon, dass Snow ihr Kind doch ganz gerne im Krankenhaus bekommen wollen würde, einfach weil es ja irgendwo auch sicherer ist. Ich meine nicht unbedingt, aber Snow hat halt das Gefühl, es ist vielleicht ein bisschen sicherer, im Krankenhaus zu gebären als einfach zu Hause. Und deswegen wird sie sich dieses Mal aber für den Kaiserschnitt entscheiden, weil es vielleicht nicht ganz so anstrengend ist wie eine natürliche Geburt. Also man wird halt betäubt und ja, das wird dann halt da unten herausgeschnitten. Und ich glaube, das ist dieses Mal eine bessere Wahl. Schreibt mir auch da gerne nochmal eure Meinung in die Kommentare. Aber eigentlich ist meine Entscheidung da, glaube ich, schon recht fix, dass wir dieses Mal einen Kaiserschnitt nehmen. Ein Kaiserschnitt ist die chirurgische Entbindung eines Babys durch Einschnitte in Bauch und Gebärmutter. Sie sind während der Geburt wach und ihr Baby wird ihnen direkt nach der Geburt übergeben. Sie können ins Krankenhaus reisen, sobald sie in den Wehen sind, und das medizinische Team wird sie bei ihrer Ankunft auf die Operation vorbereiten. Der typische Kaiserschnitt dauert etwa 45 Minuten. Nach der Geburt des Babys vernäht ihr Arzt die Gebärmutter und schließt den Einschnitt in ihrem Bauch. Und diese Option werden wir wählen, denn es wird einfach, wie gesagt, nicht ganz so anstrengend für Snow. Und ich glaube, das ist in ihrem Alter gerade definitiv besser als so eine anstrengende, natürliche Geburt, die Ewigkeiten dauert, wo sie ganz, ganz viel pressen muss. Und letztendlich wäre eine Hausgeburt ja auch irgendwo eine natürliche Geburt. Deswegen macht es ja durchaus Sinn, dass wir halt einfach einen Kaiserschnitt machen. Das Einzige, was sie jetzt halt noch machen muss, ist den lieben Will fragen, ob er sie bei der Geburt begleiten will. Ach so, wir können ihn nur bitten, die Geburt nicht zu begleiten. Also ist es, glaube ich, schon fix. Also Will wird die Geburt automatisch begleiten. Was ist da gerade passiert? Ich habe keine Ahnung. Aber ja. Ich würde sagen, damit haben wir auch wirklich alles getan, was wir irgendwie tun mussten, um die Geburt irgendwie vorzubereiten. Ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, welcher Name bei der Umfrage die meisten Stimmen haben wird, also wie unsere Cinderella jetzt letztendlich heißen wird. Ich bin super gespannt auf den nächsten Part, denn es wird einfach unsere zweite Generation geboren. Es wird ein großartiger Tag. Bis dahin würde ich aber nicht weiter um den heißen Brei reden und sage deswegen jetzt ganz kurz und knapp Tschüss und bis zum nächsten Video.